Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ich habe gerade gemerkt, hier haben wir ein Exportproblem. Deswegen weisen wir jetzt hier mal einen LKW zu, der das nach hinten fahren soll. Und geben den hier mal ein bisschen Luft, bis der Transporter kommt. Weil ich hoffe mal, dass der gleich auftaucht. Und der fährt verkippen. Wo ist denn der Kollege, der dafür zuständig ist? Kommt der noch von drüben gefahren oder was? Wo ist denn der? Die haben Erde und keinen Plan, wo sie hinfahren sollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bedeutet, ich habe gerade ein Erdproblem. Weil das auch keiner verfährt. Die brauchen auch Verkippfläche. Deswegen habe ich gedacht, wir verkippen eventuell doch noch hier vor. Halt auf einer Ebene. Weil die haben wahrscheinlich alle gerade darauf gewartet, so ein bisschen. Hier wurde Erde verfahren, das ist super. Wie schaut es hier vorne aus? Wurde jetzt auch mal Erde verfahren? Schaut schlecht aus. Und das sind die zwei Sachen, die aktuell irgendwie ein bisschen problematisch werden. Was? Ich gebe dir jetzt eine Erdexportroute nach da drüben. Bisschen dumm, aber so viel Erde sollte der Sand eh nicht kriegen. Habe ich so wenig LKWs aktuell zur Verfügung? Ernsthaft? Ich muss schauen, dass ich mehr von denen kriege. Sand ist irgendwie gerade Achso, ja, Sand war auch mit dasselbe Problem mit Erde. Das haben wir jetzt aber hoffentlich gelöst. Gut, die Kollegen verkippen wie blöd. Ist halt massiv viel. Also an was für Massen wir hier schon verkippt haben. Der ist schon voll. Wir brauchen jetzt hier noch mehr Verkippwerkzeuge. Warte mal. Ich habe 8 Seiten, bedeutet, ich kann 6 bestücken. Nein, wir machen das Original so.
So. Und dann bauen wir das alles auf einen Schlag fertig. Verbessern und verbessern. Und ein Richtungswechsel. Verbessern, verbessern. Jetzt kippen wir mal den ganzen Sand zu. Wie schlau das ist am Ende, fragen wir uns nicht. Wir haben hier noch eine Sandboje, die wird fürs Erste reichen. Und der Sand ist eh Tonnen. Von daher hoffe ich einfach, dass das fürs Erste reichen wird. Die Kollegen da drüben müssten bloß langsam endlich mal eine Entlastung kriegen, damit sie Kohle produzieren können. Aber es scheint aktuell auch so auszuschauen, als ob wir Kohle endlich kriegen würden. Wir geben dem mal eine neue Mission. Und baggern uns mal durch den Berg hier durch. Dann habe ich mal reine Kohle, dann sollte das Erdproblem fürs Erste auch dann gelöst sein. So, jetzt füllen die alle auf. Ich gebe dem Hügel folgenden Auftrag. Ihr kriegt von mir das hier und ein Verkippungsgebiet hier raus. Dann kann man am Ende da Absetzer noch überall hinsetzen, hoffentlich. Was passiert, wenn ich die schneller mache? Kriegen die mehr durch? Ich habe jetzt hier 6 Stück angeschlossen. Ja. Da geht einiges mehr durch. Perfekt. Erhöhen wir mal den Durchsatz. Weil die sind schon fast wieder durch. Es ist brutal, die Menge, die wir verarbeiten. Was ich aber machen werde, ist vielleicht denen danach die Aufgabe auch geben, hier drüben eine Straße hochzubauen und dann das zu plätten. Und von da aus dann wieder einen Absetzer hinsetzen. Dasselbe mit hier drüben. Dass wir sozusagen Stück für Stück die Fläche erhöhen, die wir hier nutzen. Das Bergwerk hat auch noch einiges zu tun, Lecco mio. Erde kriegen wir gut verfahren, wie es ausschaut. Wie schaut es hier drüben mit der Erde aus? Sehr gut. Hier sind noch Erdreste einfach, die rumliegen, so. Wurde hier Erde verbaut? Ernsthaft? Naja. Gut, die Anlage scheint ja sehr, nennen wir es, effektiv zu laufen. Auf jeden Fall von der Wasserseite her sind wir hier effektiv unterwegs. Kohle. So eine Sache. Rein theoretisch kann ich dich aber ausschalten. Aber scheint ein sehr effektives System zu sein, glaube ich, das ich hier entwickelt habe. Und das finde ich schön. Das mit dem Transport hier, dem schnellen, das geht auch super. Alter, schaut euch an. Ihr seid so bescheuert. Entschuldigung, dass ich immer wieder da zurückkomme. Aber wie viel Erde, wie viel Gestein hier schon liegt. Das sind jetzt 3 Folgen gewesen. Das produzieren wir mit der Mine hier. Diese Mine ist brutal. Wie schaut der Aufgabenbereich aus? So. Und Plan wäre dann eigentlich, dass die wirklich bis hier hinten durchziehen.
Fürs Erste, das soll ein großer Minenbereich werden, von dem wir uns dann aus anfangen durchzuarbeiten. Oh, hier hinten muss ich gleich aufpassen. Ich sollte wahrscheinlich hier fürs Erste aufhören. Das ist fürs Erste aber die Hauptidee. Jetzt tun sie erstmal die Seiten und dann werden sich alle in die Mitte setzen. Dann wird es ein Durchfahrtssystem sein. Weil ich würde das gerne alles umwandeln. Es wird halt seine Zeit dauern und wir müssen dann einen zweiten Turm hinsetzen, der dann fürs Verkippen von der Erde zuständig ist, von der neuen. Also sobald wir dann sozusagen dieses Null haben, würde ich eine Schicht Erde draufsetzen und dann schauen, ob das funktioniert. Weil die Menge, die wir dann an Kies verarbeiten. Alter Verwalter. Hier rollt es immer noch. Ah, das ist cool gemacht. Schau mal. Du siehst, wenn es runterkippt, dass da sozusagen Dampf aufkommt. Das haben sie schön gemacht. Hat er nichts mehr zu tun oder ist alles außerhalb der Befehlsgewalt? Warum macht er nichts mehr? Oder ist der und ah, der ist unterm Leerungslimit. Das ist das Problem. Wir verfahren gerade gar nicht so viel, wie wir. Ja, okay, wir ziehen auch durch gerade mit unserem Transportsystem. Bedeutet hier für einen Bagger wahrscheinlich gut und alles Mögliche dann, die das alles selbstständig lösen. Aber holy shit, geht's hier ab. Okay, wir gehen jetzt nochmal zur Energieproduktion nach da hinten. Denn die wird jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Beziehungsweise wissen wir ja circa, wie das läuft. Erstmals kriegst du hier Kohle. Du warst Meerwasser, wenn ich mich jetzt nicht. Ja, genau. Yes. Und dann ist das das restliche System. Ich kopiere das Ganze jetzt. Beziehungsweise setze die noch alle auf Prio. Dann kopiere ich mir das Ganze mal, denn der Vorteil an dieser Anlage ist. Was habe ich jetzt gemacht? Wir können die rotieren. Und einfach zu einer Doppelanlage machen. Ich würde sogar ein bisschen Abstand lassen. Ich würde sogar so lassen. Das ist die neue Anlage, die hier läuft. Hier hinten kommt ein Rohrausgleicher rein. Hier vorne kommt ein Flüssigkeitstank rein. Damit. Ein großer. Der hier Zuläufe reinkriegt. Als Overflow Protection. Aber gleichzeitig wie ein Notfall Ausgleicher gilt. Das ist also die Version 2.4. Die tue ich jetzt mir einfach mal hier daneben legen, weil ich sie gerade habe. Dann schneide ich die nämlich nochmal aus. Die passt nicht allein schon hier hin. Ich setze die jetzt hier daneben. Mit ein bisschen Abstand wieder zum Meer. Weil ich glaube, du schaffst mehr wie genug, dass ich sozusagen den anschließen kann. Und es kriegt halt einen eigenen Ausguss für die Sohle. Aber ansonsten wird das Ganze komplett gleich bleiben. Es kriegt hier so ein Abschachtrohr. Grundsätzlich würde sonst da beide Rohre einfach dran liegen. Und dann hätte sich das. Der kriegt einfach hier eine Rohrleitung hier dran. Da gehen wir dann von Rohrleitung
1 auf 2. Und da vorne geht ein Rohr 3. Einfach hier rüber. Die sollen auf halb voll gehalten werden jetzt. Wir kriegen mal Prio. Na, obwohl es Energieerzeugung bedeutet Prio 1. Und dann werden wir das Ganze mal fertig bauen. Oh Gott, nope, 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 nope. Das wird alles auch noch fertig gebaut hier. Ich habe einen Teil vergessen. Gott, ich habe schon wieder einen Teil vergessen. Warum? Oh, dafür fehlt mir Einigkeit. Nee, hä? Fehlt mir dafür jetzt gerade Material? Was fehlt mir? Gott, ist mittlerweile diese Liste voll. Holy, ich habe elektronische Teile gerade voll verbraucht. Na cool, natürlich arbeitet ihr mit Kohle. Und du sollst ein Mindestwassergehalt von 442 haben. Du verarbeitest Sohle. Jetzt können wir schnell liefern. Bedeutet, die zwei Generatoren sind dann auch noch fertig. 15, 30, also 45. Wären dann hier to go. Ziemlich cool eigentlich. Zieht natürlich von sich selber Energie, deswegen brauchst du wieder mehr. Aber dafür ist er grundsätzlich energieeffizienter oder wassereffizienter und produziert rein theoretisch eigentlich sogar Wasser mit. Obwohl. Das ist gleich Ansichtssache. Wir machen 16, 66 und brauchen 48. Also eigentlich minimale Wasserproduktion drunter. Kann man jetzt mal bitte auf Prio 2 holen? Aber ansonsten denke ich, sind wir jetzt hier ganz gut unterwegs. Die sind fast schon wieder fertig. Wollt ihr mich verarschen? Oder der Kollege wird gleich mal in Stocken kommen. Weil einfach der Overload durch ist. Wir können nichts mehr verkippen. Wahnsinn. Sind die nicht irgendwie eingestellt? Ah, doch, ich kann auf minus 1 rein theoretisch noch runtergehen. Es hält wahrscheinlich 2 Sekunden an und dann ist vorbei. Aber minus 1 wird noch eine Sekunde helfen. Ein Sekündchen wird es noch was sich was bringen. Natürlich, wenn die ganzen Hügel nebeneinander sind, das macht es natürlich immer ineffizienter. Aber die Ressourcen haben wir wenigstens. Der ist schon wieder durch, oder? Ne, fast doch. Schau mal, wie wahnsinnig viel das einfach ist. Aber da merkt man auch wieder, was für Massen wir aktuell bearbeiten anfangen. Wahnsinn. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben in der Folge eine neue Stromanlage wieder produziert. Die jetzt mittlerweile sogar in Betrieb ist, was natürlich mega cool ist. Wir tun das hier mal ausschalten. Weil jetzt, ab jetzt hält sie sich selber am Laufen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr ihn nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir Stück für Stück auch weitere von diesen Anlagen aufbauen. Die dann uns ein bisschen Wasser und... Nein, exportieren dürfte nichts hier dran. Die ein bisschen Wasser und natürlich uns Energie liefern. Also, bis dann. Ciao.